بسم الله الرحمن الرحيم. Von dort aus ging er nach Ägypten. Er war verheiratet mit Sarah. Sarah ist eine wunderschöne Frau. Und Sarah war unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder bekommen. Der ist nach Ägypten ausgewandert und dort gab es einen König. Wie ihr vorhin auch in dem Vortrag gehört habt, als er mit seiner Frau Sarah radiallahu anha in Ägypten war, nach Ägypten ausgewandert ist, und dieser König, der hat sich immer die schönsten Frauen genommen. Und wir wissen von Hadith vom Propheten, dass Sarah von den wunderschönsten Frauen, die Allah erschaffen hat. Und ich habe ein Hadith mal gehört oder gelesen, dass die schönste Frau, die Allah erschaffen hat, Hawa ist, Eva. Und dieser König, das war ein Tyrann, und der hat das so gemacht. Wenn er gehört hat, da ist ein Ehemann, also eine schöne Frau, und die hat einen Ehemann, was hat er gemacht? Der hat diesen Mann getötet. Und dann hat er die Frau geheiratet oder genommen. Ja? Und deswegen hat er zu ihr, zum König gesagt, das ist meine Schwester. Und er ging dann zu Sarah zurück und er sagte zu ihr, und der Hadith, wie wir gesagt haben, ist bei Bukhari, ja? Er sagte zu ihr, ich habe zum König gesagt, dass du meine Schwester bist. Und es gibt keinen auf dieser Erde, der Allah anbetet, außer du und ich. Und deswegen in der Religion sozusagen bist du meine Schwester. Deswegen, wenn du zu ihm hingehst, dann sag das Gleiche, wie ich gesagt habe. Ja? Damit er Ibrahim nicht tötet und sie mit Gewalt nimmt, sozusagen. Dann ist sie zu ihm gegangen und war dann im Palast. Und dann hat er sie gesehen, wie schön sie war. Und er wollte direkt sie anfassen. Aber Allah Azzawajal hat seine Hand paralysiert. Konnte ihn nicht mehr bewegen. Und er war geschockt, da hat er gebeten, hat er Sarah gebeten, bitte Allah, dass er das wegmacht, dass er mich heilt und ich werde dich nicht mehr anfassen. So hat sie das gemacht. Und seine Hand war wieder in Ordnung. Dann hat er ein zweites Mal, dann wollte er sie ein zweites Mal anfassen, ist das Gleiche geschehen. Seine Hand wieder paralysiert, steif geblieben, er konnte sie nicht mehr bewegen. Und dann hat er das Gleiche nochmal gemacht, dass er bitte Allah, dass er mich heilt und ich werde dich nicht mehr anfassen. Und dann hat er das gemacht und das dritte Mal wollte er nicht, hat er Angst gehabt. Dann hat er zu ihm gesagt, ey, das ist ein Satan, das ist keine Frau. Und dann hat er ihr Hajar mitgegeben. Er konnte sie nicht anfassen. Subhanallah, das ist Allah, der die Menschen schützt. Und er hat ihr sogar eine Sklavin gegeben, Hajar. Hajar war die Dienerin von Sarah und hat Ibrahim und seine Frau geholfen im Haushalt. Sarah war unfruchtbar. Und weil sie ihren Mann liebt und wusste, dass ihr Mann gerne Kinder hätte, aber der war geduldig und hat auf Allah vertraut. Sie hat ihn erlaubt, Hajar zu heiraten. Und Ibrahim a.s. hat Hajar geheiratet. Und der erste Sohn ist gekommen, Ismail a.s. Also Ismail a.s. stammt von Hajar. Und ich betone das, weil die Christen eine andere Philosophie haben. Der erste Sohn von Ibrahim a.s. ist Ismail. Und das ist der Sohn, den er für Allah opfern wollte, nicht Ishak. Dann sind sie zurück nach Palästina und Abraham a.s. hat den Befehl von Allah bekommen, nach Saudi-Arabien auszuwandern. Dann ist er nach Saudi-Arabien gegangen, hat Hajar mitgenommen und Ismail. Und Ismail und Hajar haben dort in Saudi-Arabien gelebt, in der Nähe von Kaaba. Und die haben nichts zum Essen gehabt. Aber wirklich nichts zum Essen gehabt. Tagelang. Und jeder, der Mekka kennt, das ist Wüste. Da ist nicht mal ein Baum in der Nähe. Die haben weder Wasser noch Essen gehabt. Und Hajar a.s.
ist hin und her gegangen und hat Allah Lob gepriesen. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Zwischen Safa und Marwa. Und auf einmal kam Wasser von der Erde. Das ist Mayyit Zamzam, das Wasser von Zamzam. Was die Pilger in Saudi-Arabien trinken. Und kein Mensch weiß, woher dieses Wasser kommt. Die Wissenschaftler rätseln bis heute, woher kommt dieses Wasser? Denn der Boden in Mekka ist Granit. Woher kommt dieses Wasser? Und dieses Wasser enthält alle Substanzen, die ein Mensch braucht. Wenn man davon trinkt, dann wird man satt werden. Das ist ein Geschenk für die wahrhaftige Frau, die Allah Lob gepriesen hat und Vertrauen auf Allah gehabt hat und ihren Mann unterstützt hat. Dann, einmal hat der Prophet Ibrahim a.s. geträumt, dass er seinen Sohn abschlachten muss. Und das hat er dreimal geträumt. Und die Träume von den Propheten, das sind Botschaften von Allah. Er kam zu seinem Sohn, Ismail a.s., und hat ihn darüber unterrichtet. Er sagte, mein Sohn, ich habe geträumt, dass ich dich abschlachten muss. Was hat sein Sohn gesagt? Bist du verrückt geworden? Wie willst du mich abschlachten? Er hat ihm gesagt, tue, was Allah dir befohlen hat und du wirst mich standhaft finden. Und er lag auf dem Boden und hat seinen Vater nicht angeschaut, sondern auf den Boden und gab seinen Vater ein Messer und hat ihm gesagt, tue, was Allah dir befohlen hat. Ein scharfes Messer hat nicht funktioniert. Er hat versucht, seinen Sohn abzuschlachten, zu schlachten. Das Messer war stumm. Und dann ist Jibril a.s. gekommen. Jibril ist a.s. gekommen mit einem Schaf vom Paradies. Und das ist unser Opferfest. Wir opfern, weil Ibrahim a.s. unser Vorbild ist. Das ist unser Opferfest. Ein Fest, in dem alle Muslime feiern. Und jede Familie ein Schaf schlachtet oder eine Kuh schlachtet und das Fleisch wird an die armen Menschen verteilt. Ibrahim a.s. ging zu Sarah zurück und kamen die Engel zu ihm. Und sie haben ihm gesagt, wir sind die Boten deines Schöpfers. Wir sind gekommen, um ein freveles Volk von Lot zu zerstören, die Schwule waren. Das ist Allahs Urteil. Und sie haben ihm die frohe Botschaft gegeben, dass seine Frau schwanger wird. Die Frau von Ibrahim a.s. hat das mitbekommen und sagt, ja, wie konnte ich? Ich bin eine alte Frau. Wie konnte ich schwanger werden in diesem Alter? Sie haben ihm gesagt, das ist Allahs Macht. Wenn Allah etwas will, Allah braucht nur zu sagen, sei, dann ist es. Und Sarah hat Ishaq bekommen. Also Ishaq ist der Sohn von Sarah. Und der Sohn von Ishaq ist Jakob. Und Allah nennt Jakob im Koran Israel auch. Also Hajar war die Mutter von Ismail a.s. Und von Ismail
stammt der Prophet Muhammad a.s.